Du weißt, du lebst auf dem Land, wenn du deine aufgebraucht Videos nach der Wertstoffabholung timest. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute ist Dienstag, es heißt, am Mittwoch wird Plastikmüll abgeholt und ich dachte mir, ja, es ist wieder Zeit. Die Kiste ist voll. Wir haben einiges an Produkten, die wir durchgehen können. Ich zeige euch erstmal ein paar Produkte, die ich hier drin habe, die aufgebraucht sind, die ich so ein bisschen aussortiert habe. Wobei ich sagen muss, ich habe noch eine ganze Kiste mit aussortiertem Make-up. Ich glaube, das drehe ich extra ab. Ich habe auch keine Ahnung, wann ihr dieses Video seht. Ich drehe ja schon so ein bisschen vor, wenn wir endlich in den Urlaub kommen. Und ich würde vorschlagen, wir starten. Ohne großes Gequatsche. Falls ihr neu seid, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Hier dreht sich eigentlich alles immer um Beauty. Aber gerade bei den Aufgebraucht-Videos lohnt es sich einzuschalten, denn das ist die einzige Möglichkeit, die ich habe, gezwungen zu sein, euch ein Update zu den Produkten zu geben, wenn ich sie aufgebraucht habe oder aussortiert habe. Also abonniert unbedingt den Kanal, aktiviert auch die Glocke. Ich habe mittlerweile gesehen, dass nur noch 40% die Glocke aktiviert haben. Liegt daran, dass es einfach nicht mehr so einfach ist, das einfach so anzuklicken, sondern du musst da zweimal raufklicken. Also macht das unbedingt. Und wir starten mit dem ersten Produkt und der größten Empfehlung, seitdem ich ein Haus habe. Auf dem Land. Seitdem ich auf dem Land wohne, in Brandenburg, wir haben sehr kalkhaltiges Wasser. Und du musst nur mit dem Wasser an der Duschwand vorbei rennen und schon ist die ganze Dusche kalkig. Und ich muss sagen, das Antikalk-Klassik-Kalkreiniger-Ding gibt es in der Drogerie, ist das beste Kalk-Antikalkmittel, was es gibt. Nicht nur, dass es den Kalk sofort wegnimmt, nein. Trust and Believe. Es hinterlässt auch irgendwie so einen Film da drauf, der dafür sorgt, dass das Wasser ein bisschen besser abperlt. Hält natürlich nicht ewig, ist aber meiner Meinung nach der beste Kalkreiniger, den es gibt. Normalerweise nehme ich tatsächlich nur Froschprodukte, Reinigungsprodukte, aber die Froschprodukte kommen gegen den Brandenburger Kalk einfach nicht an. Weshalb das eine sehr, sehr große Empfehlung ist. So ein paar Produkte, da will ich gar nicht so weiter drauf eingehen. Das ist mein kleines Geheimnis. Das ist kein Geheimnis mehr, sage ich euch ja offen. Einmal Magic Retouch in der Farbe Braun bis Mittelbraun, beste Farbe. Und dann hatte ich das von Reell gekauft. Das ist, glaube ich, die DM, ja, DM-Eigenmarke in Dunkelbraun. Das hat mir nicht so gut gefallen. Ich sage euch jetzt auch warum. Direkt im Vergleich. Hier ist der Sprühnebel feiner. Du musst es schütteln und dann auch nicht so nah, sondern schon mit ein bisschen Abstand halten. Das ist, muss ich dazu sagen, das ist kein Spray, um zu verschleiern, dass man männlich und über 25 ist, um es vorsichtig auszudrücken, sondern das ist dafür, um graue Haare abzudecken. Es funktioniert aber auch, um die fortschreitende Reifung des Oberkopfes des Mannes zu kaschieren. Und damit färbe ich mir den Haaransatz, also die Kopfhaut an. Es funktioniert damit sehr gut. Hier ist der Sprühnebel komisch und die Textur ist nicht so gut aufgelöst in dem Aerosol, sodass es hier recht schnell Flecken geben kann und dann wie so Schweiß halt nur in Dunkelbraun runterläuft. Sieht immer nicht so schön aus. Das ist das Beste, aber ganz ehrlich, 7 € ist eine Unverschämtheit für ein bisschen Spray und ein bisschen Farbe. Deswegen nehme ich das und blende das dann meistens mit so einem kleinen Pinsel aus. Ein Produkt, was ich recht lange in Benutzung hatte, war von Eva C. Das Fußdeo. Desodoriert und erfrischt, beugt Fußpilz vor. Ich habe keinen Fußpilz, aber ich mag es ganz gerne, vor allen Dingen im Sommer, meine Füße einzusprühen. Gerade wenn es so super, super heiß ist, ne? Das ist ja immer so recht erfrischend. Ich habe jetzt auch nicht das Problem mit müffelnden Füßen, aber ich mag dieses Gefühl einfach und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe jetzt gerade ein anderes in Benutzung. Es roch auch schön frisch, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß leider nicht mehr, wie teuer es war. Ich habe jetzt aber ein sehr, sehr günstiges und auch das gefällt mir sehr gut. Seht ihr dann wahrscheinlich im nächsten aufgebraucht. Hier ist leider ein Flop dabei. Und zwar das Alterra 120 Stunden Feuchtigkeitsessenz mit Bio-Aloe Vera. Das ist die Naturkosmetik-Alternative zu dem, ich bin gerade nicht hier, dem Liquid Hydrator von Isana. Haben sie ja auch so ein bisschen als Alternative rausgebracht. Das hat mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Nicht nur, dass die Inhaltsstoffe mir nicht so gut gefallen haben, ich fand das auch nicht so feuchtigkeitsspendend. Hier ist zwar Alkohol drin. Alkohol heißt nicht immer, dass es schlecht ist. Das Problem, was ich mit flüssiger Naturkosmetik habe, ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Sobald es fest ist, ist es nochmal was ganz anderes.
Flüssige Naturkosmetik ist immer super, super anfällig für Keimbildung, weil da natürlich nichts drin ist, was Keimbindung unterbindet. Aber da ist dann Alkohol drin und es muss auch recht hoch dosiert sein, dass diese Keimbildung reduziert ist. Es ist wie wenn ihr, weiß ich nicht, Gurken einlegt, da brauchst du ja etwas, was dafür sorgt, dass keine Bakterien, Viren und Pilze sich dort verbreiten können. Meistens ist es Essig, ist sauer, ist ätzend, hilft dabei, dass etwas länger frisch hält, ist aber nicht unbedingt lecker. Und das war hier das Problem. Ich habe es tatsächlich dann auch wirklich weggekippt. Meiner Mutter hat es auch nicht gefallen. Sie gibt mir das dann immer wieder zurück, damit ich euch das dann hier zeigen kann. Hat uns beiden leider nicht so gut gefallen. Würde ich einfach die Isana-Version nehmen. Die ist nämlich sehr, 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 sehr gut. Etwas, was ich mal gekauft habe, schon kurz nachdem wir hier eingezogen sind, es aber seitdem einfach nicht mehr kaufe, weil ich das nicht so gerne benutze, ist hier von Listerine Cool Mint. Ich bin nicht so der große Mundspülung-Fan, bin ich ehrlich, mir ist es zu scharf, ich mag das Gefühl danach nicht, deswegen kaufe ich keine Mundspülung mehr. Macht ihr Mundspülung? Ich mag den Geruch, ich mag den Geschmack, aber ich mag das Gefühl danach nicht so. Ein Toner, den ich aufgebraucht habe, ist von Bar. Ich glaube, das ist Korean Skincare mit Cantella Asiatica, Blatt, Wasserextrakt und Panthenol. Sehr, 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 sehr guter Toner. Toner, also er ist nicht so astringent gewesen, er hat eher nochmal ein bisschen Feuchtigkeit gespendet und beruhigt, habe ich gerne benutzt, wenn ich eine sehr gereizte Haut hatte. Im Moment, ich habe eine sehr, 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 sehr gute Skincare-Routine mittlerweile für mich gefunden, da hat der nicht mehr reingepasst. Dafür aber, weil das ist glaube ich die 6. Flasche und ich habe bis jetzt keine Alternative dazu gefunden, die mir gut dabei hilft, und zwar von Fenty Skin Fat Water. Pore Refining Serum. Das ist so eine Mischung aus astringierendem Pore Refining Primer, der so ein bisschen die Poren sauber macht und zusammenzieht, aber auch zeitgleich Feuchtigkeit spendet, ohne dass er brennt. Und das ist das... Ich liebe diesen Toner. Ich benutze ihn jeden Tag. Ich habe jetzt noch einen im Bad, der ist fast leer. Die halten ewig. Also es ist, ich weiß nicht, wie Fenty Beauty das schafft, dass du die Produkte so, so lange benutzen kannst. Selbst dieser Reiniger, der Face-Reiniger, und ich wasche mein Gesicht mindestens 3-mal am Tag mit Schaum, hält mir locker 3 Monate. Keine Ahnung, wie sie es schaffen, und ich bin nicht sparsam. Ich bin alles, aber nicht sparsam mit Produkten, und dafür ist das ein phänomenal gutes Produkt. Liebe ich sehr. Bevorzuge ich vor dem hier. Hier haben wir, hier haben wir den Isana Liquid Moisturizer Panthenol Komplex, Niacinamid und Ectoin. Gefällt mir besser als der von Altera. Eine Maske habe ich hier drin, das ist die The Recovery Moment Maske von Yepoda. Mag ich auch sehr gerne, benutze ich auch regelmäßig. Zwar nicht so oft, weil ich meistens mache ich so Clay Masks, also Masken in so einem Töpfchen oder so. Aber das ist die Maske, die ich benutze, wenn meine Haut schlimm ist. Und gerade ist meine Haut für meine Verhältnisse wieder nicht ganz so optimal. Wir hatten ja den Besucher neulich hier. Jetzt ist ein Besucher hier hingekommen und das heißt, ich muss wieder ein bisschen was machen. Aber ich bin halt auch doof. Ne? Muss ich zugeben, ich weiß ja auch, woher es kommt. Jedes Mal, wenn ich Fast Food esse und auch nur McDonald's und nicht Burger King und ich weiß, es ist falsch, aber ich esse sehr, sehr gerne Fast Food. Kriege ich Pickel. Am übernächsten Tag weiß ich ganz genau, du hast Pickel. Deswegen hat sich früher schon bei mir, als ich noch jung und als ich noch Jobs hatte, wo ich an einem bestimmten Tag ganz besonders aussehen musste, wusste ich, was ich vorher nicht machen darf und was ich machen muss, damit ich so und so aussehe, wie ich dann aussehen wollte. Und McDonald's war immer das, oder Burger King, ist egal, Fast Food war immer das, was nach den Shows gegessen wurde, weil ich das vorher wochenlang nicht essen konnte. Deswegen, die hilft mir dabei, das Ganze so ein bisschen zu reduzieren. Den Liquid Hydrator. 3 Produkte, 3-mal im Prinzip fast dasselbe. Der ist auf Platz 3. Der hier ist auf Platz 2. Und der ist natürlich auf Platz 1. Ne? Also das ist ein sehr, sehr gutes Produkt. Ich habe mir mittlerweile den großen genommen. Also diesen 300 Milliliter, glaube ich, ist schon ganz schön teuer, ne? Für ein bisschen Wasser und Pflege. Aber es ist ein gutes Produkt. Ich benutze ihn halt gerne am Körper. Ne? Also ich habe ja an manchen Stellen, vor allem hier an den Armen, eine super trockene Haut. Da schmiere ich mich damit ein bei 300 Millilitern. Du kaufst 3 und zahlst aber ungefähr nur 2, also du sparst schon was und dann kann man da auch ein bisschen mehr Produkt benutzen, aber ist trotzdem die bessere Version. Hier haben wir die Augenpatches von Anna-Marie Berlind. Das sind die besten Augenpatches
meiner Meinung nach, die es gibt. Achtung, ganz wichtig, für unters Make-up, wenn du deine Augenpartie aufhellen willst. Ich benutze natürlich meine eigenen von Magiamo, das sind aber reusable iPads, da ist keine Pflege mit drin, da müsst ihr die Pflege selber mit dazu packen. Hat den Vorteil natürlich, dass ihr unglaublich viel Plastikmüll spart und selbst entscheiden könnt, was soll euer Produkt machen. Meistens mische ich dann einfach hier das Live-Plankton von Biotherm mit runter und lasse das dann für eine Stunde unter meinen Augen, bis es wirklich komplett eingezogen ist. Wenn ich aber diesen aufhellenden Effekt haben möchte, weil diese Augenpatches geben Glitzer ab, sind das die besseren. Natürlich, weil da ist halt Glitzer drin, aber kaufe ich jetzt nicht mehr. Ich habe letztes Jahr vor Weihnachten, da waren die überall ausverkauft, habe ich einen Laden gesehen, hatte so eine Kurzschlussreaktion und habe 10 Pakete gekauft. 10. Kennt ihr das? Manchmal knallt so eine Sicherung durch, ne? Da hast du dieses FOMO, Fear of Missing Out, und dann, okay, muss ich sofort kaufen. Jetzt habe ich wahrscheinlich die nächsten 100 Jahre noch Annemarie Berlin Nova Lana Love Eye Patches. Ein Produkt, was ich aussortiert habe und auch den Refill Tatsache, also die Umverpackung davon, ist von Fenty, der Hydra Visor. Mochte den eigentlich ganz gerne, aber sie haben die Formulierung geändert und seitdem ist er grottenschlecht. Es tut mir leid, ich liebe Fenty, ich liebe Rihanna, aber das Ding ist nur noch für die Tonne. Ich habe keine Ahnung, was sie daran geändert haben. Es ist furchtbar. Und ich habe darauf geschwört, ihr wisst es, ne? Ich benutze den ja schon lange. Ich habe den bestimmt jetzt, also seitdem der rausgekommen ist, habe ich den im gesamten Jahr außer im Sommer benutzt. Das Lichtschutzfaktor 30, der hat einen super Glow hinterlassen, ne? Aber die haben die Formulierung geändert und das ist der größte Husten geworden. Deswegen kaufe ich nicht mehr nach. Tut mir leid, kann weg. Etwas, was ich aussortiert habe, sind diese Isana Beauty Drops. Die kamen ja vor dieser Isana Aktivpflegereihe. Also vor diesen neuen hier raus, wahrscheinlich so ein bisschen, um das Wasser mal anzutesten, waren damals gut, habe ich lange nicht benutzt, habe ich jetzt weggemacht. Die waren jetzt auch, glaube ich, drüber. Mindestens haltbar bis 6,24, wenn es ungeöffnet ist, wollte ich dann nicht mehr. Ich habe jetzt bessere und so gut waren die jetzt nicht, deswegen durften die dann weg. War aber auch nicht mehr viel drin, waren vielleicht zur Hälfte noch gefüllt oder so. Ich weiß jetzt nicht, wo das Niacinamid ist, müsste hier wahrscheinlich auch noch drin liegen. Also die braucht ihr nicht mehr, kauft euch wirklich, große Empfehlung, diese Reihe hier, also diese neue Skincare-Reihe, grandios. Etwas, was ich definitiv wieder nachkaufen werde, ich habe es auch schon im Warenkorb, aber auch ich mache das manchmal, ne? Manchmal kaufe ich Sachen für ein Video, dann muss es schnell kommen. Und manchmal weiß ich, okay, ich bin absolut nicht die nachhaltigste Maus. Aber manchmal muss ich einfach darauf achten, so ein bisschen probieren, nachhaltiger zu sein. Und ich bestelle halt nicht bei Douglas oder sonst wo für ein Produkt etwas. Außer es ist wichtig für meine Arbeit, aber für mich privat nicht. Und dieses Way Thick Hair Maske, eine Haarmaske, sogar ein bisschen ist noch was drin, war mir jetzt aber nix. Ist auch ausgetrocknet. Diese Maske hat mir bestimmt mehr als zweieinhalb Jahre gereicht. Ich brauchte natürlich nicht viel. Das ist die Hair Care Marke von Jen Atkin, der ehemaligen Hairstylistin von den Kardashians. Ich habe noch nie eine so gute Haarmaske benutzt. Sie sind teurer, aber es hält ewig. Genauso wie dieses Shampoo hier von Way. Das sieht ja auch schon richtig siffig aus. Ein bisschen ist sogar noch was drin. Wollte ich jetzt aber nicht mehr benutzen. Irgendwann weiß ich, es ist Zeit, das dann abzugeben. Hier steht auch 12 Monate nach Anbruch. Da bin ich deutlich drüber hinweg. Also es müssten schon fast 3 Jahre sein. Sagen wir mal zweieinhalb. Beste Haarpflegereihe überhaupt. Vor allen Dingen in Kombination. Sie hat das immer so sortiert, ne? Für feine Haare, die ich ja habe. Und die Maske habe ich aber für dicke Haare genommen, um noch mehr Pflege mit drin zu haben. Sehr, sehr gut. Und sieht halt auch super, super schön im Bad aus, ne? Ich werde regelmäßig gefragt, Maxim, du hattest mal irgendwann in deinem Video gesagt, welches Deo du ganz gerne benutzt. Man könnte jetzt auch denken, dass ich ein großes, transpirierendes Problem habe. Habe ich nicht. Aber ich liebe den Duft. Ich muss dazu sagen, manchmal, bitte cancelt mich nicht dafür, wenn ich ehrlich bin. Ich bin halt ein krasser Geruchsmensch, ne? Und sobald es nur ein bisschen muffig irgendwo ist oder irgendwie nicht so riecht, wie ich es möchte, brauche ich irgendwas, was gut riecht. Ist ganz, ganz komisch bei mir. Und das ist halt echt ein krasses Ding. Das ist genau, es gibt 3 Möglichkeiten, wie ich riechen möchte. Das ist eine davon, so nach Zedernholz, so.
gar nicht. So, ah, ein bisschen wie so ein Holzfäller möchte ich riechen. Man mag es kaum glauben, ne? Aber. Und das ist einfach der beste Geruch. Und ich benutze es natürlich nicht nur als, also auch als Deo, aber Tatsache auch so ein bisschen als Bodyspray. Mal eben schnell ein bisschen auffrischen, die Klamotten als Raumspray. Bitte cancelt mich nicht dafür. Ich bin ehrlich, es ist der schönste Geruch, den es gibt. L'Oréal Evital Bond Repair Spülung Reihe. Ich habe es irgendwie nicht so gut vertragen. Es hat meine Kopfhaut total trocken gemacht. Ich weiß nicht, ob es an der Zitronensäure liegt. Zitronensäure heißt ja nicht gleich Säure, ist ja nicht gleich trocken. Irgendwas war hier aber drin, was ich nicht gut vertragen habe. Deswegen habe ich die leider aussortiert. Meine Mutter hatte sie auch zu Hause, hat ihr auch nicht so gut gefallen. Ich weiß aber, dass viele von euch darauf schwören. Ich schicke euch jetzt aber auch keine halb aufgebrauchten Haarpflegeprodukte, ne? Vom Pflegeeffekt bzw. vom Repair-Effekt kann ich das nicht so beurteilen. Ich habe zwar die Olaplex-Sachen. Meine Haare sind zu kurz, dass ich da einen großen Effekt merke. War jetzt nicht so. Aber ich bin halt auch nicht so anspruchsvoll, was meine Haare angeht, ne? Kaya-Concealer ist leer. Phänomenal guter Concealer. Kann ich es hier noch sehen? Der It's Iconic Concealer. Super Concealer. Auch die Farbe 3N war für mich perfekt. War ein bisschen dunkler als meine eigene Haut. So konnte ich natürlich immer dafür sorgen, dass ich die Augenschatten abgedeckt habe und dann bin ich mit einem helleren rübergegangen. Großartiger Concealer. Würde ich auch wieder nachkaufen oder hätte ich wieder nachgekauft, hätte Natasha Denona nicht ihren High Glam Concealer rausgebracht. Bin ich ehrlich, es gibt aktuell keinen besseren Concealer als den von Natasha Denona für mich. Gehen wir mal ein bisschen schneller. Hier habe ich das kleine Micellenreinigungswasser Waterproof. Habe ich für unterwegs immer mitgehabt. Ich bin viel gereist über den Sommer auf verschiedenen Events. Ich mag das Gelbe nicht. Meins ist das Blaue, aber auch das benutze ich kaum noch. Etwas, was furchtbar war, wow, ulala, ist Revitalift Filler plus Hyaluronsäure. Ich konnte sie nicht weiter benutzen. Ich habe sie, glaube ich, 3, 4 Mal benutzt. Geruch toll. Textur erstmal toll. Und sobald die eingezogen ist, ist es dasselbe, als hättest du. Habt ihr schon mal eine Badewanne eingebaut oder so Fugen repariert mit so Spachtelsilikon, so Silikonmasse? Exakt dasselbe. Das zieht ganz schnell ein und dann ist das ist wie, als würdest du einfach eine pure Schicht Silikon in deine Falten machen. Bin ich ehrlich. Und wenn du nicht so viele Falten hast, einfach nur so um die Augen oder so, es fühlt sich einfach unglaublich unschön an. Es hat mir das Gefühl gegeben, dass ich meine Haut gerade, du weißt ja, du gibst super viel Geld für Skincare-Produkte aus und meistens benutzt du ja dann noch ein Serum und einen Toner und dies und das und jenes und dann machst du diese Creme rüber und willst es einfach wieder abwaschen. Hat mir leider gar nicht gefallen. Drei Masken aufzubrauchen. Einmal von Mario Badescu, die Cucumber Tonic Maske. Hat jetzt auch ewig gehalten, habe ich auch schon 10.000 Mal wieder frisch gemacht. Die trocknet dann irgendwann aus und ist dann recht hart. Ist jetzt auch nicht ganz leer, aber nach dem 5. Mal mit Avent-Thermalwasser wieder auffrischen, ist die Zeit gekommen. Deswegen kann das weg. Die Maske, die ich unbedingt wieder nachkaufen möchte, aber ne, ich sammle und dann bestelle ich einmal. Ich mache mir gleich hier Fotos danach, was ich nachbestellen muss, ist von L'Occitane en Provence. Die Invigorating Face and Eye Mask hat einen Vor- und einen Nachteil. Vorteil, der Geruch ist riecht nach Honigmelone. Ich mag keine Wassermelone, aber ich mag Honigmelone, den Duft. Auch schön so mit Prosciutto und so, ne? Da kommt der Italiener wieder raus. Du hast danach die frischeste, feuchteste, glatteste Haut überhaupt, aber es ist schwierig, die wieder runterzukriegen. Das ist wie so eine Gelmaske und die ist so ein bisschen hydrophob. Das heißt, das Wasser geht nicht so gut da drauf. Du musst es wirklich, du musst arbeiten, um sie wieder abzukriegen. Sie trocknet auch nicht an, sondern sie zieht nur ein und hinterlässt dann halt so den Rest, wie so eine kleine Gummischicht. Was ist das eklig hier, die Hand, ne, von dieser Creme. Top Maske. Genial. Genauso wie die Balancing Clay Maske von Asam, Vino Gold, mochte ich gerne. Ich bin kein Fan von dem Vino Gold Duft. Mir ist ja ehrlich gesagt, es riecht so ein bisschen wie Mostricht. So säuerlich. Ich glaube, es ist Mostricht, ne? So Äpfeln mit den Füßen getreten und dann wartest du, bis es gärt. Mag ich nicht. Effekt aber super. Ganz tolle, ruhige Maske.
Und ihr kennt mich. Ich gehe normalerweise um 29 Uhr, um 21 Uhr ins Bett. Gestern sind wir erst um 1:30 ins Bett gegangen und das steigt mir zu Kopf ab. Okay, die kaufe ich auch wieder nach. L'Oréal Revitalift Clinical UV Fluid, geniales Produkt. Würde ich wieder nachkaufen, hätte ich nicht gerade die hier in Benutzung. Das ist die La Roche-Posay. Ist im Prinzip fast genau dasselbe. Aber komm, ich weiß nicht, wann ihr das Video seht, aber ich habe eine tolle, tolle Reihe dafür für euch. Geniales Produkt. Hier habe ich noch das Augenserum. Das hat ein bisschen länger gehalten. Von La Roche-Posay, das Hyaluron B5 Serum für die Haut. Toll. Wirklich, wirklich tolles. Tolles Hyaluronsäure-Serum. Ohne Parfum. Ganz mild. Im Kühlschrank super. Funktioniert sehr, sehr gut unter Make-up, was man nicht von allen Hyaluronsäure-Serien behaupten kann. Ich hatte das hier in irgendeiner, ich weiß nicht mehr, wo es dran war. War in irgendeiner Box, eine My Little Box oder Adventskalender oder so, von Avène, das Boost Hydration Serum, Hyaluronsäure Serum, auch sehr gut. Jetzt, oh, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann. Ich sag's euch. Ich bin immer ehrlich zu euch. Ich war vor einer Weile auf einem Event von Coty. Also von einem Konzern und habe ganz, ganz viel über die verschiedenen Marken kennengelernt. Und sie haben eine Marke in ihrem Portfolio, so wie Max Factor, Manhattan, auch Orveda. Orveda ist die Marke, ich habe vorher noch nie was gehört. Und sie ist so hochpreisig, dass selbst dieses kleine Ding hier, ihr wisst, was ich sagen möchte. Und ich habe dieses Serum benutzt, das ist eher so ein Toner und ein Serum. Und ich weiß nicht, was mit meiner Haut passiert ist, aber es war ein absoluter Gamechanger. Ich habe das 4 Wochen aus dieser kleinen Ampulle hier benutzt. Und ich habe es mir nachgekauft. Für einen Preis, den wir nicht kommunizieren. Und ich bereue es keine einzige Sekunde. Der Duft. Es ist Spa, es ist japanischer Spa. Und der Effekt, genial. Orveda wurde Tatsache dafür entwickelt, eine Skin oder ein Teil davon, einiger Produkte, wurde dafür entwickelt, wenn du kosmetische Eingriffe für dein Gesicht hattest. Beispielsweise mache ich ja im Moment PRP-Behandlung, ne? Unter den Augen oder auch im Gesicht, Microdermabrasion, verschiedene kosmetische Eingriffe, braucht die Haut andere Dinge und dafür wurden die Sachen hergestellt. Und da ich das natürlich sehr, sehr oft mache, ist das, es tut mir leid, ich muss es nachkaufen. Ich gebe euch ein Update, wenn ich die große Flasche leer gemacht habe. Ich hoffe, sie hält mich die nächsten 17 Jahre, aber ich muss es dazu sagen. Es ist ein absolutes, ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch Einbildung, aber Placebo-Effekt funktioniert halt auch, ne? Kiste ist zwar immer noch nicht ganz leer, aber ein Produkt, was ich auch definitiv wieder nachkaufen werde, ist von NOR Cosmetics das Anti-Ox-Serum, Ferulic Acid und Resveratrol EUK 134. Schützt die Haut vor freien Radikalen. Mochte ich gerne. Ich weiß jetzt nicht, ob dieses Produkt speziell etwas geändert hat, aber in Kombination mit allen Produkten habe ich einen Unterschied gemerkt, meiner Haut. Und deswegen würde ich das auch wieder nachkaufen. Ich finde die Farbe halt auch so cool, ne? Das ist so richtig schreckgrün, richtig, richtig grün. Ist auch so ölig, also ich würde es eher später benutzen. Ganz, 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 ganz toll. Und zu guter Letzt hier von Dr. Jart eine Probe. Die Tiger Grass Repair Cream. Ganz toll. War auch so ein bisschen grünlich gegen Rötungen. Aber würde ich sagen, kauft euch lieber hier die hier von NOR Cosmetics. Hupala, Entschuldigung. Kauft euch lieber die hier von NOR Cosmetics, die Hypersense Pink Power Cream. Deutlich günstiger. Selber Effekt ist halt nur nicht grün, sondern rosa. Freunde, das war hier echt eine große Nummer. Aber ihr wisst es, ne? Mittwochs wird der Plastikmüll abgeholt. Dann muss Maxim spätestens am Dienstag einen Aufgebrauch drehen. Und ich glaube, heute hat sich's gelohnt, weil ich ganz viele Produkte mit euch besprechen konnte. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir gerne eure Favoriten in die Kommentare, die ihr aufgebraucht habt. Und abonniert bitte den Kanal. Schreibt einen schönen Kommentar. Ach so, und habt ihr Lust darauf? Habe ich mir vorgenommen, dass ich dieses Jahr nach dem großen Adventskalender-Skandal mit dem Douglas-Adventskalender, dass ich für euch einen Adventskalender mache. Also nicht mit meinem, also klar, ich packe ein paar eigene Produkte rein, aber vielleicht mache ich so 10 Adventskalender, die ich euch verlose, selbst gebastelt. Gebastelt, ne? Ich bastel jetzt nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Habt ihr darauf Lust? Schreibt mir das in die Kommentare und dann sehen wir uns ganz bald hier wieder. Bis zum nächsten Mal.